Es gibt doch nichts Schöneres, als morgens aufzustehen und dann SR2 zu streicheln. Wie viele schon gesehen haben, ist das ein SR2 Baujahr 1960. Kurz mal zur Geschichte. Der wurde gekauft von jemandem und zu anders jemanden hingestellt zur Aufarbeitung. Man sieht ja, das sieht gut aus, alles schön in die Sprutchen mit Overtrolöl und gereinigt und sauber gemacht. Derjenige, dem der Esser gehört, der hat einen neuen Motor gekauft. Den alten. Hab ich hier. Das ist der darin gehört. Original. Also der liegt hier mit drinne. So, mit allen drum und dran. Das hätte ich ja sowieso so nicht gemacht. Na, also den Motor jetzt getauscht und ihn für 380 Euro oder was der gekostet hat, im Internet bestellt und hier ingebaut. Ich hätte den anderen regeneriert sowieso. Ne? Da mal von ganz abgesehen. Soll ich jetzt machen? Also, ne, wisst ihr, ne? So Kolben, Zylinder, bla bla bla, also die übliche halt, ne? Gut, also das wurde ja alles ingebaut, hat er alles ganz fleißig gemacht, hat den Kabelbaum verlegt. Jetzt ist aber folgendes Problem. Wenn der warm wird, geht er aus. Könnte Kondensator sein. Nächstes Problem. Wenn er das Rücklicht anklemmt, ne, geht er aus. Ja? Und vorne, wenn er da das Licht anmacht, ist es grelle hell. Also er kann nur irgendwas vielleicht nicht ganz mit dem Kabelbaum stimmen oder mit dem Kondensator. Da musst du halt eine Fehlersuche machen. Und das Schritt für Schritt. Das heißt, erstmal klemmen wir das Kabelbaum die Düse wieder ab. Ne? Dann starten wir den Esser und lassen den laufen. So. Wenn er denn hier ausgeht, wissen wir, dass das irgendwas mit der Verkabelung ist, weil so ein Moped, wisst ihr ja selber, das läuft ja auch ohne, dass das irgendwo am Zündschloss angeschlossen ist. Ne? Das wird ja nur ausgemacht, indem man das, naja, ich sag mal, jetzt gegen Masse hält und dadurch ein Kurzschluss entsteht. Man muss da ein bisschen vorlabern, sag mal, damit ihr auch wisst, worum es geht. Also wenn das Fahrzeug denn nicht ausgeht, wissen wir, sagte ich ja schon mal, dass irgendwas nicht mit dem Kabelbaum stimmt. Entweder ist das Zündschloss zerfallen oder der Kabelbaum war nicht angeschlossen. Dazu muss ich mir erstmal mal so einen Computer hier oben einen Schaltplan rausholen. Dann kommt immer noch dazu, diese Kabelfarben und den ganzen Quatschen stimmt alles nicht mehr, so wirklich. Also da musst du denn schon wirklich aus dem Kopf das zusammen und der kann auch nicht jeder. Ne? Der gute Mann, der das ein bisschen so aufgearbeitet hat, schön, der hat gesagt, der hat mal die Schwungscheibe abgezogen und darunter war das ganz komisch. Ne? Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber wir ruppen erstmal, wie gesagt, definitiv die Motorkabelbaum ab. Und werfen das Gerät dann mal an. Ja, aber vorher muss ich mal gucken, ob die Schwungscheibe noch fest angezogen ist. Na, man sieht hier, die Schwungscheibe ist keine neue, ne? Aber muss ja nicht. Dazu machen wir diese Schrauben ab. Und die Kabelfarben stimmen ja eigentlich überhaupt nicht. Ne? Das ist hier ein blaues und ein schwarzes. Normalerweise ist es ein braunes, glaube ich. Also möchte ich fast behaupten. Ne? Und legt es dann beiseite, damit es hier nicht in die Schwungscheibe kommt. Weil das Möppi, das läuft doch ohne, ne, wie gesagt. Das kannst du denn erstmal beiseite legen hier. Und im Grunde kann ja auch keiner was dafür, weil die Menschen, die fallen immer wieder auf so Billigzeug rein. Ne? Also da musst du dann halt gucken. Oder man nimmt halt den alten Kabelbaum und fertigt sich dann selber den Rest an, der kaputt ist. Jetzt gucke ich, ob die Schwungscheibe fest ist, sagte ich ja schon. Ne? Und gucken, was der macht, ne? Ob er ausgeht, wie er läuft und so weiter. Mal gucken, ob das auch all richtig ist, ne? Die Verkabelung müssen wir alle wieder komplett neu machen. Hier hast du einmal Masse. Dann hast du nochmal Masse. Das müsste dann eigentlich, sorry, wenn ihr das nicht richtig sehen könnt, in die Lampe geschraubt werden. Jawohl, ist richtig. Hier ist ein Kabelbinder. Warum immer der hier zu suchen hat, aber egal. Das geht dann wohl hoch zum Schalter, zum Kombinationsschalter. Naja gut. Gucken wir dann erstmal alles durch. Das direkt mal abmachen, damit wir das nicht runterfällt hier, ne?
also an der Grundplatte, ne, ist alles okay. Also sieht sehr okay aus. Und an der Kurbelwelle, da sind zwar so Ablagerungen drauf, ne, aber das liegt daran, dass das eine alte Schwungscheibe ist, die im Loch dreckig ist gewesen, ein bisschen. Ne? Also da müssen wir dann mal reinigen, also ein bisschen mit Bremsenreiniger machen. Da ist alles schick, sage ich jetzt mal. Ich kann auch keine Unebenheiten fühlen. Ich mach mal diesen Sitz, der muss ja richtig schön sauber sein, ne? Sauber. Was ist das hier, eine Fahrradkette? Wieder abgelenkt. Also ich mache den Sitz jetzt mal schön sauber mit Bremsen rein, ja? Alles so weit dran hier, ne? Kondensator scheint ein alter zu sein. Aber ist ja nur erstmal wurscht, ne? Ob es halt geht. Und der Brecher. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Muss mal gucken, ob die Zündung auch stimmt, ne? Erstmal. Zum Zündung instellen nimmt man hier so einen Zündnocken, sagt man dazu. Das ist einfach nur ein Stück von der Schwungscheibe. Da wollen die ein heilen Geld für haben. Okay, habe ich mir halt eine Schwungscheibe kaputt gemacht, die schon kaputt war. Hier siehst du dieses Teil. Ne? Da ist einfach nur der Magnet außen abgemacht. Mehr nicht. Und das steckst du einfach genauso wie eine Schwungscheibe. Andersrum natürlich hier rauf. Und wenn du jetzt den Zündnocken drauf hast, ne, dann kannst du hier dran drehen. Und dann siehst du auch den Unterbrecher vernünftig. Ne? Wer noch nicht geguckt hat, der kann sich ja mal mein Theorie-Video über Zündung einstellen angucken. Ne? Wie man machen kann, wenn man sowas nicht hat. Und das funktioniert auch sogar super. Das Moped, was ich damit hingestellt habe, hat so eine Rehbraune Zündkerze. Rehbrauner geht ja nicht. So, dann muss die Messuhr noch hin, die brauchst du ja auch. Jetzt können wir uns den oberen Totpunkt suchen. Da drehen wir so lange an die Schwungscheibe, bis der Zeiger anfängt, sich umzukehren. So. Da drehen wir unser Instrument auf Null. Man kann ja mal ein bisschen hin und her machen, um eventuell das Laufspiel ein bisschen auszugleichen. Wenn wir das Instrument auf Null haben, sollte der Unterbrecher da unten einen Abstand von 0,4 haben. Dazu brauchst du eine Messlehre. So, dann hast du hier so eine Messlehre, habe ich hier. Und wenn du jetzt hier rein willst, ne, dann musst du den hier zwischenschieben können, zwischen diesen beiden Kontakten. Und man sieht schon beim Rinschieben, das stimmt nicht. Ne? Also 0,4, ne, das ist im oberen Totpunkt, also am weitesten geöffnet. Der Unterbrecher. Also es muss, naja, ich sag mal, so schlürfend drin gehen. Ne? Also stellen wir jetzt den Unterbrecher nochmal ein. Dazu hast du ja hier eine Schraube, hier unten drinne. Die Schraube musst du lösen und an den Unterbrecher ein bisschen hin und her bewegen. Da hast du ja hier dieses Eisen, hier das Kunststoff, da das Eisen. Und dieses Eisen musst du ein bisschen bewegen. Da nimmst du den passenden Schraubenzieher zu. So, siehst du, hat sie ein bisschen bewegt, ne? Ziehst du das hier hoch. Ist immer manchmal ein bisschen schwer, ne? Bevor du das richtig eingestellt gekriegt hast, ist das halt immer ein bisschen fummelig, ne? Das muss natürlich so saugend wie möglich. Na, jetzt ist das okay. Kann ich das gar nicht erklären. Das ist irgendwie so. Also ein Gefühlsding ist das. Wer schon mal Ventile in die gestellt hat, der weiß, was ich meine. So, wenn es denn in die gestellt ist, ne? Dann kümmern wir uns um den Zündzeitpunkt. Also da, wo der Unterbrecher
öffnet quasi. Diesen Punkt bestimmen wir dann auch nochmal mit der Messuhr. Nachdem wir jetzt den Unterbrecher eingestellt haben, stellen wir uns jetzt den Öffnungszeitpunkt des Unterbrechers ein. Der ist bei dem SR2 2,5 vor OT plus minus 0,2. Ne? Dann nimmst du die Messuhr und musst den Kolben quasi vor OT einstellen. Was heißt vor OT? Vor OT heißt, der Kolben geht ja hoch. Ne? Das ist immer so, in Drehrichtung ist immer so. Ne? So. Vor OT heißt, oberer Totpunkt 2,5, bevor er oben ist. Ne? Und das stellst du dir quasi an der Messuhr ein. Wie soll ich dir das erklären? Na, die Kurbelwelle dreht sich quasi so. Ne? Wenn ich jetzt hier an dem Pedal schiebst, dann siehst du, wie sich das nach vorne bewegt. Ne? Und das wollen wir ja nicht in die Richtung, sondern wir drehen das jetzt zurück. Vor OT. Wir nullen das ein, bis der Kolben seinen Umkehrpunkt erreicht und drehen das jetzt vor OT. Ein Zeiger ist immer ein Millimeter. Eine Zeigerumdrehung ist immer 1. Ne? Also einmal. So. Zweimal. Und jetzt müsst ihr noch hier auf die 5 dann. Dann seid ihr 2,5 vor OT. Gut, und wenn das jetzt eingestellt ist, ne? Auf 2,5 vor OT, der Kolben. Dann muss jetzt der Unterbrecher aufgehen. Quasi. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das eingestellt wurde, weil jetzt hier hast du Punkte zu sehen. Verstehst du? Hier hat schon mal einer irgendwas markiert. Aber da markiert doch jeder was, weil jeder denkt, man muss die Zündung so und so einstellen. Das Problem ist halt immer, wenn du schon die Grundplatte wechselst, ne, dann kann das ganze Markierung schon gar nicht mehr stimmen. Ne? Das heißt, wir gucken jetzt, dass der Unterbrecher, wenn wir jetzt hier dran drehen, jetzt anfängt aufzugehen. Und zwar müssen wir den da wieder Richtung OT drehen. Und ich mache mir da immer ein bisschen Folie zwischen. Ne? Sollst du ja auch. Man nimmt entweder ein bisschen Alufolie oder ich nehme mir halt immer so ein Papier hier, ne? Von dem Prospekt. So. Jetzt steht das auf 2,5 vor OT. Und dieses Prospektpapier lässt sich gut rausziehen. Für meine Begriffe ein bisschen zu lose. Ne? Guck. Muss relativ schwer rauszuziehen gehen. Deswegen versuche ich das noch ein bisschen einzustellen. Dazu musst du denn die Schrauben lösen und verstellst die Grundplatte. Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Ne? So, jetzt klemmt es quasi. Ne? Jetzt drehst du so lange, bis ihr das auch wieder so schlürfend rausziehen lässt. So. So, jetzt öffnet er gleich. Ne? Jetzt stellst du das ganze Ding wieder OT, also den Kolben nach oben, bis zum Umkehrpunkt, nimmst deine Messlehre und prüfst nochmal, ob das stimmt. Jetzt zeichne ich euch nochmal kurz auf, was ich meine mit oberen Totpunkt. Ne? Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel den Kolben, den Zylinder habt. So, ne, da habt ihr hier den Zylinder. So, ich zeichne das einfach mal so auf.
macht sie halt immer ein bisschen blöd. Ne? Da drinnen läuft denn der Kolben. So. Ne? Hier ist das Pleuel. Das geht an die Kurbelwelle. Und hier ist dann euer Unterbrecher quasi. Ne? So. Das hier oben, wo der Zylinderkopf ist. Ne? Das ist der obere Totpunkt. So. Vor OT heißt jetzt, ihr müsst die Kurbelwelle zurückdrehen in die Richtung, dass der Kolben so nach unten kommt. Dann stellt er hier eure Zahl ein, 2,5, 1,8, 1,4, je nachdem, was ihr für Moped habt. Ne? Und das hier, das ist der untere Totpunkt, UT, also der Umkehrpunkt, wenn der Kolben unten ist und wieder hochgeht. Verstehst du? Also genauer kann ich es jetzt nicht erklären. Ne? Also irgendwie so. Also es muss unbedingt vor und nicht nach OT sein. Die Zeichnung ist jetzt sehr abstrakt und gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Wie man sieht. Kann man was draus lesen. Wenn das jetzt soweit stimmt, dann machen wir wieder die Schwungscheibe rauf, ziehen die fest, ungefähr mit 20 Newtonmeter, machen eine Zündkerze rein und starten das Moped, weil jetzt können wir erstmal die Zündung soweit ausschließen. Ne, was jetzt mit dem Kondensator ist und so weiter, das weiß ich nicht. Die Schraube, die geht nicht weit genug ruf. Da müsste man normalerweise eine Federscheibe unterlegen. Also kein Federring, sondern so eine gewellte Scheibe. Weißt du Bescheid, ne? So, Zündkerze drin. Ja, das Ding muss eigentlich erst laufen, richtig, ne? Gut, jetzt schmeiße ich das Ding mal an. Und dann gucken wir mal, wie lange der läuft. Also jetzt, Elektrik ist komplett ab. Jetzt muss er ja eigentlich anspringen. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen soll, aber jetzt ist der Motor heiß und ist dann ausgegangen. Zündfunk ist da. Aber auch total komisch, ne? Siehst du das? Ich kann euch jetzt schlecht zeigen, wenn du alleine bist und musst dann hier ein bisschen so Experimente machen und dann noch eine Kamera halten. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich meine. Der ist überall, bloß nicht da so wirklich hoch. Also kein klarer Zündfunke, sag mal so. Ganz komische Sache. Jetzt nehme ich mal eine andere Zündkerze und baue die mal rein. Und wenn das immer noch nicht geht, dann müssen wir einen Kondensator nehmen. Also ich wechsle jetzt den Kondensator. Guck mal hier, was da drauf steht. RFT. Ne? Ja, der muss er sich aber was kosten lassen. Mal gucken, ob das der Kondensator ist. Gut, ich habe jetzt soweit, da siehst du, der läuft ja, ne? Kondensator und Zündkerze halt getauscht. Jetzt lief der so eine Viertelstunde und nimmt auch immer gleich Gas an. Also kann in der Richtung nichts mehr was sein. So, jetzt mit der Elektrik. Jetzt habe ich das blaue Kabel wieder an die 2 angeschlossen. Das ist ja zum Ausmachen. Und das schwarze ist halt Licht und Hupe und so was alles. Das geht ja dann hoch auch an die 2, das blaue Kabel. Ne? Und das wird ja dann gegen Masse geschalten. Damit der Motor dann ausgeht. Dann haben wir das schwarze Kabel. Das geht an die 51, also das ist das Schwarze, was hier hochkommt, geht an die 51. Da geht dann ein Kabel ab, was direkt an die Hupe geht. Na, da ist direkt die Hupe dran. Und dann geht das andere Kabel, also was denn einschaltet, das Licht hier. Ne? Das graue zum Beispiel geht zum Rücklicht und das weiße zum Schalter hoch. Und dann kommt das natürlich wieder zurück. Und das weiße zum Schalter. Zurück an die Lampe ran. Und da hast du einmal das Massekabel noch dran und einmal das Massekabel, was in die Lampe reingeht. So. Die Frage ist jetzt, ist die Masse richtig?
Das muss man dann mal messen, naja. So, dann hast du ja hier dieses schwarze Kabel, was hier noch übrig ist, was hier mit der Lüsterklemme zusammen gemacht hast. Das geht zur Hupe, ne? Und zum Hupenknopf hoch, da oben. So, jetzt habe ich noch mal geguckt. Das ist das braune, das graue und das weiße für das Licht. Das ist die 5658. Jetzt müssen wir mal kicken, ob wir das Ding jetzt ankriegen. Und ob das mit dem Licht und mit der Hupe denn auch alles wirklich funktioniert. So, das Problem mit dem hat sich jetzt nicht bestätigt. Warum auch immer die Karre ausgegangen ist. Wahrscheinlich lag es doch an den Kondensator oder so, dass der geschwächelt hat und in dem Moment, wo der das Licht angeschalten hat, ist es halt ausgegangen. Das Einzige, was ist, hinten ist die Birne kaputt und vorne ist der Abblender oder Scheinwerfer kaputt. Ne? Also man sieht das hier in der Birne. Also diese Birne ist hier, ne? Asche. Also vielleicht Asche drin, so wie es aussieht. Und hier... Naja, wenn man genau hinguckt, sieht man den Glühfaden da rumspringen. Siehst du das da? Gut. Ja, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich muss gucken, ob ich eine Birne habe. Dann können wir das ja auch noch probieren. Ne? Also eine Stopplicht, eine Rücklichtbirne hat definitiv. Und dann haben wir das Ding wieder gerettet. Puh, war schwer. Gut, dann schmeißen wir das gute Stück mal an, wa? Jetzt müsst ihr nur noch die ganzen Sachen in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Also Seitendeckel ranmachen, Festschrauben, die Zierbleche ranmachen und was ihr auch immer da alles abgebaut habt, das macht ihr dann alles ran. Guckt noch, ob die Kette vielleicht ein bisschen gespannt werden muss. Und dann könnt ihr mit euren SR über den Acker fahren oder Straße oder zum Treffen. Ne? In diesem Sinne, habt euch wohl, bis zum nächsten Video, euer Tordi.